Läuft. So, jetzt schaue ich mir den Zylinder an, den das Motörchen drauf hatte. Ja, aber schlimm sind die Schäden auch nicht. Die Rostspuren, die bei einem wirklich ansonsten tadellosen Motor im Zylinder vorhanden sind, sind durch die lange Standzeit und durch immer wieder Temperaturwechsel entstanden, da sich Kondensat auf den Ringen des Kolbens und an der Wand niederschlägt und dann entsprechend arbeitet. Lange Zeit hat das Öl im Gemisch das Ganze ferngehalten, aber irgendwann ist es verflogen und die Wand liegt blank vor dem Kondensat, das dann seine Spuren hinterlassen kann. Deshalb bohren, schleifen, honen, Kolben im Übermaß, bitte. Um die Kolbenringe in ihren Bahnen festzuhalten, damit sie nicht in den geschlitzten Löchern des Zylinders verfangen und abbrechen, sind ganz kleine, feine Rechteckhalterungen im Kolben eingeschlagen, um, wenn die Kolbenringe zusammengehen, ein Sichern an dieser einen Stelle gewährleisten. Damit die Rechtecksicherung des Kolbenrings nicht in den Kolben hereinfällt, hat man vorsorglich beim Gießen des Kolbens diese kleinen Warzen als Verstärkungen genommen, um sie dann später für die Aufnahme der Rechtecksicherungen zu nutzen. Das NSU-Signum ist innerhalb des Kolbenhemdes sehr gut ablesbar mit der Kokillennummer 491 oben drüber. Auf der anderen Seite finden wir ein sehr altes und traditionsbewusstes Firmenzeichen, die Firma Kolbenschmidt aus Stuttgart. 48,9 mm zeigt uns der Kolben am unteren Hemd und 49,01 zeigt uns der Zylinder. Das ist ein Spiel von 1/1000, also deutlich über einem Zehntel, und damit hat der Kolben sein Leben ausgehaucht. Es gehört ein neuer Kolben hinein mit einem Spiel von 1/800 und nicht 1/1000. Da wir hier nur noch 48,9, noch nicht mehr 48,9 messen können, zu 49,01 im Zylinder, und wir eine Oberfläche vorfinden, die sehr abgearbeitet ist, aber gleichmäßig, dürfen wir den Schuldigen verhaften, und das ist hiermit die hundsmiserable Ölqualität der 50er Jahre. Auf einem Ölfilm bei 1:25 Mischung sollte der Kolben ohne Verschleißspuren und ohne sich so abzuarbeiten laufen können. Der Kolbenbolzen zeigt uns das Maß 13,97 bis 13,98. Das Pleuelauge, wo er nachher hineingehört, zeigt uns allerdings ein Maß 14,0. Das heißt, dass mit ganz, ganz wenigem, nicht messbarem Spiel ein 14 mm Kolbenbolzen in dieses Auge gehört und nicht dieser etwas ausgewaschene ältere. Zum Prüfen des Pleuelfußlagers bei einer Zweitaktkurbelwelle oder generell bei einer Kurbelwelle reicht es nicht, im eingebauten Zustand das Pleuel nach oben und unten zu bewegen, sondern um auch die geringsten Spuren des Verschleißes zu finden, also Höhenspiel,
nimmt man das Pleuel in die Hand, am besten bei ausgebauter Kurbelwelle, und klopft dann oben auf den Pleuelkopf, aber mit einem Kunststoffhammer bitte. Sollte dann ein Klacken zu hören sein, dann haben wir Spiel und dann gehört das in eine Fachwerkstatt zum Auseinanderpressen und Neufassen.